Wünschst du dir auch manchmal jemand anders zu sein? Das solltest du nicht. Jeder Mensch ist eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten und Persönlichkeit, die es kein zweites Mal auf der Erde gibt. Dich gibt es nur einmal in genau dieser Version. Ich war neulich in Körperwelten hier in Berlin, eine Ausstellung über den Körper. Und da war eine riesige Vitrine, bestimmt um die 10 Meter lang, voll mit Reiskörnern. Und nur ein einziges Reiskorn war mit einem Textmarker pink markiert worden. Das stellt dar, die eine Samenzelle, die du warst, die jeder von uns war, die es geschafft hat, geboren zu werden, von diesen ganzen anderen Samenzellen, die da auch in diesem riesigen Gefäß waren. Es waren so unglaublich viele. Du bist einzigartig von Anfang an. Jeder, der in dieser Welt lebt, kann die Welt verändern auf eine einzigartige Art und Weise, wie niemand anders das genauso könnte. Natürlich ist es in Ordnung, wenn du die Leute als Vorbild nimmst. Du guckst, okay, was haben die gemacht? Wie haben die es gemacht? Und vielleicht folgst du auch den Weg, den die gegangen sind. Im Endeffekt kommt aber was ganz Einzigartiges dabei raus, was niemand genauso nachmachen könnte. Du bist einzigartig, deine Persönlichkeit, du mit deinen Eigenschaften. Wünsch dir nicht, jemand anders zu sein. Wenn es dir nicht gefällt, wie du gerade bist, wenn du dir selbst nicht gefällt, get your ass up und ändere was. Aber wünsch dir niemals, jemand anders zu sein. Die Welt braucht dich, so wie du bist, so wie du gerne werden willst. Deswegen sei immer du selbst, alle anderen gibt es schon. Wenn es dir gefallen hat, dieses Video und auch die anderen Videos, lass uns ein Like da, Kommentar oder abonniere unseren Channel. Du willst nichts mehr verpassen, folge auch unserer Facebook-Seite. Wenn du Fragen hast, Vorschläge zu Videos, Fragen, die wir im Video beantworten sollen, bitte schreib das in die Kommentare. Wir sehen alles immer gerne, wir beantworten die Fragen gerne und haben gerne Input von euch, was ihr denn sehen wollt. Ansonsten hoffe ich, die Woche hat euch gefallen, motiviert, inspiriert, um etwas zu verändern. Wir sehen uns morgen. Get your ass up.